sehr herzlich den Hausherrn hier im Stadtpark. Meine Damen und Herren, er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich bin ein großer Fan auch von Italien. Ich war schon ein paar Mal in Rom. Und der Bürgermeister von Rom hat den Trevi-Brunnen, nachdem er renoviert wurde, folgendermaßen eröffnet. Er ist hineingesprungen. Lieber Herr Bürgermeister, es gibt einen wunderbaren neuen Brunnen. Es bleibt dir leider nicht erspart, das möchte ich dir jetzt gleich einmal sagen. Herzlich willkommen, Bürgermeister der Stadt Krems, Dr. Reinhard Resch. Schönen guten Abend. Es ist ein ganz besonderes Fest. Und es gibt viele Feste. Und ich habe schon gesagt, das Schönste des Landes. Aber was macht denn dieses Wachauer Volksfest so besonders? Zwei Dinge möchte ich hervorheben, die das Fest sicher sehr einzigartig machen. Das ist ganz bestimmt hier die Location. Wir sind mitten in der Innenstadt von Krems und wir sind im wunderbaren Ambiente des Stadtparks. Und ich denke, man muss weit gehen, bis dass man einen zweiten Platz findet, der diesen Flair bietet, der diese Location auszeichnet. Ja. Und das Zweite, was ich gerne hervorheben möchte, ist die hohe Qualität bei unseren gastronomischen Partnern, und da danke ich auch den Partnern dafür. Wir haben bestes Bier dank Partner Braunion, es gibt Spezialbiere, es gibt Bier vom Tank, es gibt Bier vom Fass, es gibt Kraftbiere bis hin zum Premiumprodukt Reininghaus sogar. Aber wir sind hier in Krems und was wäre Krems ohne Wein? Und wir haben hier auf dem Festgelände täglich mehrere Gastwinzer, die ihre Weine mitbringen, kommentieren und persönlich präsentieren. Einige habe ich heute schon gesehen. Es werden Wolfgang Eigner, Wolfgang Mandraschek, Franz Josef Gretsch, Hansi Donaubaum, die Domäne Wachau vertreten sein, bis hin zum Weingut Grafgau, das die Reise antritt und hier nach Krems kommt und die Weine zeigen wird. Erwin, auch du bist froh, dass es jetzt läuft. Ich habe nachgeschaut, 100 Anbieter, über 100 dann auch bei der Hausbaumesse, könnte man sagen, da rollt der Rubel. Also bisher ist er vor allem auf der Kostenseite gerollt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein sehr, sehr schönes und auch ein sehr erfolgreiches, ein wirtschaftlich erfolgreiches Fest wird. Das ist auch notwendig, weil wir mit diesem Wachauer Volksfest auch einen einzigartigen Wirtschaftsimpuls in der Region setzen können. Ich habe das einmal schon ein bisschen ausgerechnet. Wir haben 115.000 Besucher gehabt beim letzten Fest. Was gibt man aus? 20, 30 Euro sind fast nichts, wenn man auf sein Fest geht. Alleine hier, wir haben 3 Millionen bewegt. Ich glaube, dass so 4 bis 5 Millionen an Wirtschaftskraft, gerade in einer umsatzschwachen Zeit zu Ende der Ferien hier für die Region ganz, ganz wichtig sind. Das fließt fast zur Gänze in die Region. Wir stärken die Region. Ich bin der Meinung, dass damit auch sehr viele Arbeitsplätze geschützt werden. Ja, meine Damen und Herren, der heutige Co-Gastgeber, so quasi, ich habe ihn schon extra begrüßt. Ich bitte ihn jetzt zu mir auf die Bühne. Er soll uns doch ein paar Worte zu diesem Projekt, zu diesem Objekt, was er hier herstellen hat lassen, erzählen. Begrüßen wir wieder einen kräftigen Applaus. Harry Schindlecker, herzlich willkommen. Zweistein als Lokal. Es gibt seit heute den Zweistein-Stadel. Aber ich habe es bei der Einleitung ein bisschen erwähnt. Es gehört schon viel Idealismus dazu und wahrscheinlich auch Risiko. Du hast mich geoutrat und hast gesagt, na, es geht sich heuer eh nicht aus, aber ich wollte das. Was war der Beweggrund? Naja, ich habe den Stadel irgendwann einmal dieses Ding gesehen. Ich war schon jahrelang, bin ich nach München gefahren, aufs Oktoberfest, und da war ich im Käferzelt, was ja eigentlich auch eine Hütte ist. Und das hat mir schon immer gefallen, da war ich immer schon begeistert, dass man sowas machen kann. Und dann habe ich irgendwann einmal den Menschen kennengelernt, dem dieser Stadel gehört. Der hat ja nicht nur den, sondern viele andere auch noch. Und mit dem einmal geredet, und ja, und so ist es dann entstanden. Ich wollte einfach einmal was Besonderes machen. Und es war mir ziemlich egal, was das jetzt kostet. Oder wir wissen, wir können da heuer nichts verdienen, aber ich wollte es einfach haben. Herr Bürgermeister, du bist der Hausherr hier in Krems. Du bist auch der Hausherr, kann man sagen, des Festes.
Hast du schon ein bisschen einen Eindruck gemacht? Bist du schon mal durchgegangen und wie war dieser Eindruck? Ich bin schon mehrmals durchgegangen und es wird mit Sicherheit wieder ein großartiges Fest werden. Und wenn man sich das Programm anschaut, es wird auch ein sicheres Fest, also sicher wie noch nie, wenn man sieht, dass die Bundeswehr ihre Leistung schaut, auch dass die Feuerwehr mit ihren Wagen hier präsent ist. Es wird ein großartiges Fest, auch was die Qualität betrifft, in dem Ambiente, ist sicher das schönste Fest. Und ich wünsche den Veranstaltern, dass das Wetter so ideal bleibt, zumindest draußen. Hier könnt ihr es auch für sehr erwärmende Partien ringen. Und bedanke mich gleichzeitig aber den Veranstaltern und alle, die Verantwortung getragen haben, dass dieses Fest so großartig organisiert ist. Herzlichen Dank dafür. Ich muss eines dazu sagen, der Erwin hat zuerst mit mir gesprochen und ich habe zum Erwin gesagt, wie schwierig ist es eigentlich, so ein Fest auf die Beine zu stellen? Natürlich kommt Routine dazu, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat. Aber er hat gesagt, wenn ich der Bürgermeister schon auf dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen würde, würde es gar nicht gehen. Also er hat hier Blumen gestreut. Warum stehst du zu dem Ganzen so positiv? So einfach ist es nicht. Es ist nicht nur der Bürgermeister, es ist der ganze Gemeinderat, der dahinter steht. Und es sind heute vorgezählt 26 Gemeinderäte und Stadträte da, beide Vizebürgermeister. Wir könnten eine Sitzung machen und wir werden vielleicht wirklich öfter zusammensitzen. Wir werden im Anschluss, nachdem dann das Fasserl angeschlagen ist und so weiter, gehen wir gemeinsam zum Brunnen. Liebe Fotografen, liebe Kamerateams, nicht vergessen, Frau Landesrätin, darf ich dich bitten, dass du so quasi die Patronanz übernimmst über den Brunnen? Das können wir machen. Wir schauen den drei Herren zu, wir zwei, und das kommt auf viele Titelseiten. Können wir das im Anschluss gerne machen? Lässiges Hemd ist kein Problem, Poloshirt, Sakko könnt ihr herauslassen. Applaus bitte, meine Damen und Herren, für die drei Herren. Liebe Barbara, du wohnst nicht weit entfernt von hier. Ich kann jetzt sagen, du bist Stammgast, privat, auch dienstlich. Darf ich dich jetzt mal bitten, was hat denn dieses Volksfest, das Wachauer Volksfest, für eine Bedeutung für das gesamte Bundesland Niederösterreich? Ja, das Wachauer Volksfest ist was ganz Besonderes. Du musst wissen, ich bin ja in Krems aufgewachsen und ich bin als kleines Kind, und ich kann mich gut daran erinnern, schon leidenschaftlich gern hierher gekommen, habe mich unheimlich vor der Geisterbahn gefürchtet und bin relativ groß geworden, bis ich das abgelegt habe. Aber es war immer alle zwei Jahre für die Kremser und für die Region ein tolles Fest. Und was das Schöne ist am Wachauer Volksfest, es ist nicht stehen geblieben. Es hat sich unglaublich toll weiterentwickelt. Es hat die Zeichen der Zeit erkannt. Es hat bei der Gastronomie wirklich einen tollen Schub gegeben an Qualität. Wenn man sich diesen Stadel hier anschaut, das hätten wir uns in meinen Kindertagen nicht träumen können. Also etwas, was man sagen kann, es ist der Brauch in Krems seit wirklich vielen Jahren. Das kann ich sagen, da bin ich ja alt genug dazu. Und trotzdem entwickelt es sich weiter und hat auch den Qualitätsgedanken der Region wunderbar aufgenommen. Also es ist ein tolles Fest für ganz Niederösterreich. Es gibt viel Entertainment, es gibt kulinarische Schmankerl und Highlights. Man könnte sagen, Brot und Spiele, ja, ein beliebtes Vehikel, auch in der Politik ein bisschen. Und besser als hier beim Wachauer Volksfest geht es wohl nicht. Da muss einem Politiker ja auch das Herz ein bisschen lachen. Also ein bisschen haben wir uns schon weiterentwickelt seit den Römern, auch wir in der Politik, nicht nur das Volksfest. Ich glaube, wofür man, wenn man verantwortungsvoll in der Politik arbeitet, das ist im übertragenen Sinn Brot für alle. Also sprich, das soll den Menschen gut gehen, sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen ein gutes Einkommen haben. Und wenn das funktioniert, und in Niederösterreich funktioniert das sehr gut, dann kann es auch Feste wie dieses Fest geben. Dann haben die Leute auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, hier mitzufeiern, auch zu genießen, wir haben es schon gehört. Man gibt ja dann doch einiges an Geld aus, und wenn ich jetzt da rausschaue, dann geht mir wirklich das Herz auf, weil dann sehe ich in Niederösterreich, gibt es was zum Feiern. Und die Leute sind gut drauf, und trotz aller Probleme, die es natürlich auch gibt rund um uns herum, brauchen wir nicht reden, ist es trotzdem gut, wenn man miteinander feiert. Man muss beides können, miteinander arbeiten, Botschaften und miteinander feiern, so würde ich es interpretieren. Moment. Herr Bürgermeister, du bist bereit? Nein, ist gar nicht um deine Hand da. Sei die Hand, okay. Meine Damen und Herren, zählen wir von 5 auf miteinander. Probieren wir das. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Ui, 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 aber da gibt's jetzt einen Applaus. Bist du gescheit? Großer Respekt. Das Wachauer Volksfest ist eröffnet.
Einen kräftigen Applaus, bitteschön! Und jetzt stürzt euch, sagen wir mal, Prost, 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 auf geht's!